Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch einige Apps präsentieren, die für einen Entrepreneur hilfreich sind und die mir helfen, mein Leben als Entrepreneur gut zu meistern. Das erste ist eine App-Kategorie und das sind Social Media Apps. Und ich finde, als Entrepreneur braucht man auf jeden Fall Social Media. Social Media ist sehr hilfreich, weil es einfach ein Marketing-Tool ist und ein Tool, sich mit anderen Entrepreneurs und anderen interessanten Menschen zu verbinden. Die zweite App heißt Coursera und die verwende ich schon richtig lange. Das ist eine Online-Lernplattform und da gibt es Kurse aus allen möglichen Bereichen. Die dritte App ist eine Kalender-App und da muss ich sagen, habe ich sehr viele verschiedene ausprobiert. Ich verwende den Apple-Kalender, also den iCalendar. Mittlerweile benutze ich aber auch den Google-Kalender, weil es eben einfach praktisch ist, weil man viele Meeting-Einladungen über den Google-Kalender bekommt. Ich verwende aber auch den Mikal, heißt der. Der hat eine schöne Wochenübersicht. Die nächste App heißt Asana und die wurde mir vor, ich glaube, 2 Jahren einmal empfohlen. Da habe ich sie ausprobiert, fand die aber okay. Habe dann zwischendurch noch viele verschiedene Apps ausprobiert, die jetzt für Projektmanagement gut sind. Und seit etwa einem halben Jahr verwende ich mit meinem Team Asana und muss sagen, ich bin echt begeistert. Es ist einfach sehr praktisch, wenn man viele verschiedene Projekte hat. Die nächste App ist Evernote. Und Evernote ist für Notizen sehr gut, aber auch Evernote hat auch einen Webclipper. Also wenn ihr eher eine Webseite habt, ihr für ein bestimmtes Projekt braucht, dann ist es sehr einfach mit Evernote das abzuspeichern. Die nächste App ist wieder eine App-Kategorie und das ist Finanzen. Wobei, da muss ich sagen, es kommt sehr darauf an, in welchem Land man lebt. Also in Deutschland verwendet man wahrscheinlich andere Finanz-Apps, als ich jetzt in Israel verwende. Also dazu gehören zum Beispiel Apps von den Banken, aber auch Rechnungs-Apps, Apps, die Ausgaben verwalten. Die nächste App heißt Canva und ich liebe diese App. Wenn ihr genauso wie ich keine Ahnung von Grafikdesign habt, dann ist das auf jeden Fall das Richtige. Man braucht natürlich auch als Entrepreneur viel visuelles Material, ob jetzt für Social Media oder für die Webseite oder für andere Business Layouts. Und Canva hat super schöne Vorlagen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Muss für einen Entrepreneur. Vor allem, wenn man viel Content veröffentlicht. Die nächste App empfehle ich immer wieder und das ist Eventbrite. Was ich ja schon in meinem letzten Video erzählt habe, ist es super wichtig, gerade für Entrepreneurs auf Events zu gehen. Und auf Eventbrite, das ist auch eine Webseite und eine App, findet man alle möglichen Events in seiner Umgebung. Die nächste App ist wirklich ein, würde ich sagen, Lebensretter. Und das ist Google Drive. Vor allem, wenn man im Team arbeitet, ist es super einfach, dort zusammen Dokumente zu bearbeiten. Ob das jetzt Word-Dokument ist oder eine Excel-Tabelle. Das spart wirklich unglaublich viel Zeit, anstatt dass man das hin und her schickt. Ja, die nächste App heißt PDF-Converter. Ja, die verwende ich, aber es gibt noch ganz viele andere Apps, die eben Dokumente oder auch Bilder in PDFs konvertieren. Die nächste App ist Mailchimp und die verwende ich auch schon relativ lange und ich glaube, das ist auch so mit die beste App und das beste Programm, um eben Mailinglisten zu haben, beziehungsweise Mails zu verschicken an verschiedene Mailinglisten. Und da ich verschiedene Projekte habe, ist es auch super, dann tatsächlich verschiedene Mailinglisten dort so abzuspeichern. Die nächste App ist wichtig für die, die Content auch veröffentlichen und das ist Hootsuite. Da gibt es auch viele Apps. Ich habe einige schon ausprobiert. Meistens sind sie kostenpflichtig
oder ab einer gewissen Zahl von Social Media Accounts ist das kostenpflichtig. Hootsuite fand ich jetzt so am angenehmsten bisher, aber es gibt, wie gesagt, viele verschiedene andere, die man ausprobieren kann. Und da schreibt man einfach einen Post und kann das mit allen möglichen Social Media Accounts verbinden und dann wird das überall gleichzeitig veröffentlicht. Ja, die Apps für Videobearbeitung, da habe ich auch ehrlich gesagt sehr, sehr viele, die ich empfehlen kann und wirklich viele tolle. Meistens verwende ich iMovie und VideoMeme, wo dann oben und unten Balken ist, wo man was schreiben kann und ein Balken läuft, wie lange das Video dauert. Also die nächste App ist eine App-Kategorie wieder und das sind Nachrichten. Und für jeden Entrepreneur ist es wichtig, Nachrichten zu lesen täglich. Da ist es natürlich, finde ich, wichtig, sowohl Nachrichten zu lesen aus der ganzen Welt, was die Politik und was die Wirtschaft angeht, aber auch natürlich Nachrichten, die jetzt für euren Bereich relevant sind. Und die nächste App, die ich verwende, ist Pages. Das ist wie Microsoft Word, nur von Apple. Und ich bin sehr zufrieden damit und kann die Apple Apps auf jeden Fall sehr empfehlen. Das war natürlich nur eine kleine Auswahl an Apps, aber diese Apps, finde ich, sollte jeder Entrepreneur haben. Und wenn ihr noch Apps habt, die ihr vorschlagen möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!